Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind heute eine kleine Tour machen und zwar sind wir mal wieder in Loma unterwegs und wir suchen den berühmt-berüchtigten Ho Chi Minh-Pfad. Ihr seid mit dabei, viel Spaß beim Video. Erster großer Fehler, der uns unterlaufen ist. Wir hätten eigentlich direkt mit dem Auto bis hier vorne fahren können. Haben wir aber nicht, weil wir nicht wussten, wo der Parkplatz ist. Naja, egal. Wir testen mal wieder die Tourentauglichkeit vom Torque, ne? Wie sieht's bei dir aus, Mrs. Santa Cruz Pulli? Mein Auto, mein Fahrrad. Also viele von euch haben mir gefragt, nach einem Review fürs Talk, das kommt auch noch, aber hier sage ich euch schon mal eins, bergauf, und das ist kein krasser Berg, ist schon nicht so geil, trotz gesperrtem Dämpfer. Ja, wir suchen jetzt den Trail-Eingang und dann melden wir uns von dort aus. Nach 200 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. So Leute, wir sind angekommen, da ist der Anfang, laut Google Maps. Mal gucken, wie das Ganze jetzt so ist. Ich nehme euch jetzt mit auf die GoPro und dann geht's ab. Eine Abfahrt, Ho Chi Minh-Fahrt. Keine Ahnung, wie das ist. Wir werden's sehen. Ja, Kommando zurück. Das ist der richtige Trail-Eingang. Wir waren ein bisschen an der falschen Ecke. Langsam gemütlich abrollen. Einmal die Strecke. Und dann, wenn wir durch sind, fahren wir nochmal hoch. Und dann shredden wir richtig runter, ne? Also mir persönlich war der Ho Chi Minh-Pfad schon bei der ersten Abfahrt sehr, sehr sympathisch. Der eine kleine Nachteil, den es gibt, man muss ziemlich viel treten und deswegen ist es gar nicht mal so wenig anstrengend. Dennoch relativ abwechslungsreich, Wurzeln, flowige Strecken, kleine Anliegerkurven und auch so ein paar Mini-Baumstämme, wo man drüber hüpfen kann. Ganz spontan kam dann doch noch ein Follower von mir vorbei auf dem Trail hier im Ho Chi Minh-Pfad. Und der Kleine ist richtig, richtig fit, kann ich euch sagen. Ich habe bisher noch nie ihn so richtig fahren gesehen, nur mal auf Instagram so ein bisschen. Aber ich sage euch eins, der Junge hat es auf jeden Fall drauf. Nicht nur was zur Fahrtechnik angeht, sondern auch so Sprünge und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob ihr es in meiner Instagram-Story gesehen habt, aber es gab ja diesen neuen Double an der Saaler Mühle bei uns. Und den hat der Kleine auch gesprungen. Nachdem die Lia sich dann entschieden hat, sich ein bisschen zu sonnen, haben wir uns nochmal auf den Weg gemacht nach oben, sozusagen zum Eingang vom Trail. Und ich kann euch sagen, die Abfahrt dauert fast 10 Minuten und der Weg nach oben auch nur 10 bis 15. Das heißt auf jeden Fall ein gutes Verhältnis und wir sind jetzt einfach nochmal los in den Trail gestartet und wollten mal richtig Gas geben. Und ihr hört es jetzt gleich bei mir am Ende. Ich war ganz schön am Keuchen. Und weil ich das Ganze noch niemals gemacht habe, hier mal eine ganze Abfahrt Raw für euch. Mit nur ein bisschen Gedudel, Musik unten drunter. Bis gleich. Übel.
Ah, oh, falscher Gang. Übel. Fast wie Willingen. Puh. Okay. Hallo. Komm mal weg. Hallo. Yes, und jetzt habt ihr einfach mal wirklich die ganze Abfahrt gesehen. Wir haben uns dann zum Schluss noch entschieden, einfach ein paar kleine Trails zu fahren. Und naja, so richtig was haben wir da nicht mehr gefunden. Zwar so ein paar kleine Dinger, aber der Ho Chi Minh Trail ist schon echt nice. Also super abwechslungsreich, macht Spaß zu fahren. Ich kann mir vorstellen, mit so einem E-Bike im Trail-Modus macht das Ganze richtig Laune. Aber auch so, wenn ihr einfach ein bisschen Ausdauer mitbringt und einfach mal richtig reintreten wollt und auch mal schnell fahren wollt, dann macht dieser Trail richtig Laune und für meinen Geschmack super, super abwechslungsreich. Yes, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen.
Grüße gehen nochmal raus an Emil. Hat echt Bock gemacht mit dir. Können wir gerne nochmal wiederholen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, Leute. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Denn ich droppe jede Woche mindestens 2 neue Videos. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann gebt mir etwas Support. Lasst einen Daumen da, Abo und so weiter. Ihr wisst, wie das funktioniert. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.